Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Adventure-Craft-Tutorial. Ich habe ja schon viel über die Scripts erzählt, aber eine Frage ist doch noch jetzt letztens aufgekommen, und zwar wie ich denn mit diesen Musikinstrumenten, die es ja in Adventure-Craft gibt, zum Beispiel der Harfe, die Scripts ausführen kann. Ja, also ich kann hier irgendwas, keine Ahnung, spielen, und je nachdem, was ich spiele, soll ein Lied erkannt werden. Und weil mich da jemand gefragt hat, deswegen gleich am Beispiel, upsala. Dieser Türe hier, also ihr seht, die ist halt zu, Trigger-Inverter, und die wollen wir, wenn wir jetzt ein bestimmtes Liedchen spielen, gerne öffnen. Also wir spielen dann hier nachher ein Lied und dann soll diese Tür hier aufgehen. Jetzt die Frage, wie geht es? Wir brauchen nachher einen Befehl, mit dem wir einen Trigger auslösen können, ja. Das heißt, wir können jetzt per diesem Befehl irgendeinen Trigger auslösen, also irgendeinen Block triggern lassen. Und das wird bei uns der Block hier sein, weil wenn ich den Block hier triggern lasse, können wir kurz ausprobieren, dann wird sich die Tür öffnen. Ja? Also jetzt nehmen wir mal einen Triggerstick und da ist es schon auf. So, das heißt, wenn wir diesen Block triggern, geht die Tür auf. Das wollen wir ja machen. Das heißt, wir müssen uns die Koordinaten notieren. -253,44 und -50 bei mir. Das merken wir uns und dann sehen wir uns gleich auf dem Desktop wieder, denn da ist eigentlich die Hauptsache von der ganzen Einstellung mit dem Musikkram. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier auf dem Desktop, beziehungsweise in unserem Ordner drin. Also ihr geht halt in euer Verzeichnis von AdventureCraft. Das liegt jetzt bei mir in Download. Keine Ahnung, wo es bei euch liegt. Und dann unter Maps und dann unter eurem Map-Namen. Bei mir ist das jetzt diese Test-Map. Und dann habt ihr hier ein bisschen was drin, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie viele Tutorials ihr schon gemacht habt oder wie viele ihr halt drin habt. Wichtig ist, dass ihr diesen Script-Ordner macht oder habt. Wenn ihr den noch nicht habt, dann fügt den hinzu. So, und was brauchen wir jetzt für das Musikgedöns? Da müssen wir jetzt eine neue Textdatei erstellen. Und die nennen wir Music. Scripts mit S hinten. So, und da kommen jetzt für jeden Song, den ihr habt, eine neue Zeile rein. Ihr könnt die Noten in AdventureCraft mit den Zahlen oben eingeben. Heißt irgendwie, wenn ich 8, 9, 7 eingebe, kommt halt irgendeine bestimmte Musik raus. Und ich habe mir jetzt schon ein kleines Liedchen ausgedacht. Und zwar 153153. Ja, also das muss ich eingeben, danach wird es ausgelöst. Danach den Namen von dem Script, das ich verweisen möchte. Ja, also dieses Script wird ausgeführt, wenn ich das eingebe. Heißt bei mir Moonlight.js und der Song ist Moonlight Sonata. So, hätte ich jetzt noch einen Song, dann käme hier der nächste Song rein. Ne, keine Ahnung, Testsong, irgendwie sowas. Und dann kommen hier halt die ganzen Songs alle rein. Also so würdet ihr dann die nächste Zeile machen. Okay, und dieses Skript wird wie gesagt ausgeführt, sobald ihr den Song gespielt habt. So, jetzt müssen wir das Skript nur noch schreiben. Ich habe es ja schon mal angelegt, also wie man das macht, ist denke ich klar, ne? Neues Textdokument und dann die Endung ändern oder halt als .js speichern, ist eigentlich besser. So, und jetzt sind wir hier drin. Ich habe mir nochmal die Koordinaten notiert, die wir brauchen. Jetzt können wir halt ein bisschen rumspielen, ne? Also wir wollen zuerst mal irgendwas in den Chat schreiben. Vielleicht irgendwie Played Moonlight Sonata oder sowas, dass man halt weiß, was man jetzt auch wirklich gespielt hat. Danach habe ich schon einen kleinen Sound vorbereitet. Sound.playSoundUI. Also, keine Ahnung, ihr könnt natürlich rumspielen, wie ihr das gerne möchtet. Aber ich finde es ganz cool, wenn man den Song gespielt hat, dass er danach nochmal richtig abgespielt wird. Und dann ist eben der Befehl, der jetzt wichtig ist für die Türe, world.triggerBlock. Und da könnt ihr jetzt Koordinaten angeben und das müssen 3 Stück sein und das sind genau die, die ich hier oben schon gespeichert habe. Ne? Das sind die, die wir vorhin bei unserem Memory-Trigger geholt haben. Und dann setze ich nochmal die Zeit, time.setTime auf Nacht. Passt es auch zum Song. So, aber das müsste jetzt gewesen sein. Ja, und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Und dann sehen wir uns sofort wieder in AdventureCraft. Bis gleich.
So, dann schauen wir doch mal, ob das Ganze funktioniert. Wir haben hier unsere Harfe. Ich gebe mir jetzt mal nur eine, reicht ja. Und dann spielen wir es. Also. Wunderbar, hat funktioniert. Okay, also der Sound wird abgespielt, den ich vorbereitet habe. Und danach wird es Nacht. Die Tür geht auf. Und unten steht Played Moonlight Sonata. Sehr schön. Das kann ich jetzt natürlich beliebig oft wiederholen, so oft wie ich lustig bin. Muss halt die Tür wieder resetten und dann kann ich es nochmal spielen. Ups. So. Und da ist es wieder. Und je nachdem, welchen Song ihr angegeben habt, der steht danach drüber, wenn ihr ihn gespielt habt, ne? Also vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Da steht jetzt da Moonlight Sonata, ploppt da auf. Also deswegen, dieses Played ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also steht, wie gesagt, auch eigentlich drüber. Genau, und so könnt ihr eben diese Musikinstrumente benutzen. Mit Scripts. Eine kleine Anmerkung noch zu der Geschichte hier mit der Tür. Das wird jetzt immer ausgelöst, ja. Das heißt, auch wenn ich ganz woanders bin, nicht vor der Tür, sondern ich weiß nicht, bei minus 1000, minus 1000 und ich dieses Lied spiele, wird trotzdem die Tür hier aufgemacht, weil trotzdem der Block getriggert wird. Wenn ihr aber wollt, dass das nur passiert, wenn der Spieler in der Nähe ist, ja, also angenommen, ich bin in so einem Umkreis von 10 Blöcken oder sowas, dann müsst ihr das in euer Skript noch hinzufügen. Ja, also je nachdem, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das macht. Also, ja, müsst ihr einfach mal schauen. Man kann eine If-Abfrage machen, man kann auch Funktionen schreiben, also wie ihr da lustig seid. Wie das genau geht, sieht man ja noch in anderen Skript-Tutorials. Also das war's. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, unten verlinke ich nochmal die anderen Skript-Tutorials. Und dann, wenn ihr noch Fragen habt, Probleme mit eigenen Scripts, Fragen zu dem hier, dann gerne in die Comments. Ich beantworte das immer gerne. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein!